Nächster Redner, Christian Hafenecker, FPÖ. Die fiskal- und wirtschaftspolitischen Vorhaben der Europäischen Union. Und ich denke, deswegen ist dieser Tagesordnungspunkt auch geeignet dazu, einmal darüber zu sprechen, was es für Auswirkungen auf genau diese Ziele haben wird, wenn man jetzt im Zuge dieser Sanktionen, die gegen Ungarn eingeleitet werden, auch entsprechende Auszahlungen seitens der EU dann vereiteln möchte. Und es lohnt sich, glaube ich, tatsächlich darüber zu diskutieren, denn dieser Rechtsstaatsmechanismus, wie es so schön heißt, das dürfte also das neue Instrument dafür sein, um vielleicht aus Sicht der Europäischen Union unliebsame Regierungen in die Schranken zu weisen. Und ich möchte es so drastisch formulieren, wie ich es jetzt auch tue. Man möchte eigentlich aus Brüssel heraus in einzelnen Mitgliedstaaten putschen. Und ich denke, das ist ein Thema, das uns alle in diesem Parlament beschäftigen sollte. Und gerade wir Österreicher sollten aus der Geschichte gelernt haben, dass man das nicht zulassen darf. Ich möchte an das Jahr 2000 erinnern, wo Österreich eines der ersten Opfer dieser Brüsseler Bürokraten gewesen ist, als wir mit Sanktionen umgehen mussten, die absolut unverdient gewesen sind. Und ich möchte auch daran erinnern, dass es unser Nachbarland und unser befreundeter Staat Ungarn gewesen ist, das uns damals zur Seite gesprungen ist. Heute sehen wir eine andere Situation. Heute haben wir einen Ottmar Karas, seines Zeichens Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, der sich schon nahezu diebisch darüber freut, dass man jetzt mit Ungarn das macht, was man tut, dass man Ungarn die demokratische Struktur aberkennt und so weiter und so fort. Ich halte das für hochproblematisch. Warum ich mich, Frau Kollegin Meindl-Reisinger, warum ich mich aber auch zu dem Punkt zu Wort gemeldet habe, ist Folgendes. Ich möchte die ÖVP ein bisschen davor warnen, in die Doppelmühle hineinzulaufen. Denn schauen wir uns doch einmal an, warum man gegen Ungarn vorgeht oder was die Argumente sind, um Ungarn die Rechtsstaatlichkeit abzuerkennen. Da ist zum einen einmal die Diskussion rund um ein angebliches Justizsystem, das nicht unabhängig arbeiten kann. Ich möchte Ihnen nur spiegeln, wie es derzeit in Österreich ist. Wir haben eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft. Wir haben politisch eingesetzte Höchstrichter. Wir haben einen Höchstrichter, der zurücktreten musste, weil er ganz, ganz massiven Vorwürfen gegenübergestanden ist. Wir haben den höchsten Beamten in der Justiz, den Herrn Pilnacek, der suspendiert worden ist, auch mit entsprechend schweren Vorwürfen belastet. Und wir haben einen Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, der sich momentan auch einem Gerichtsverfahren ausgesetzt sieht, nämlich bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Das ist der Zustand unserer Justiz. Und dann diskutieren wir noch einmal über Rechtsstaatlichkeit und wie das in Österreich funktioniert. Und wenn ich dann noch die Frau Ministerin Edtstadler höre, die dann darüber schwadroniert, dass man parlamentarische Untersuchungen erst dann durchführen darf oder können soll, wenn die gerichtlichen Untersuchungen abgeschlossen sind, dann schaltet man auch noch das Parlament mit aus. Also, liebe Kollegen von der ÖVP, denkt bitte darüber nach, ob man genau diese Mängel, die man geglaubt hat, in Ungarn zu finden bei der Justiz, ob man die nicht auch auf uns anwenden könnte und ob uns das nicht als nächsten Fall für genau diese Sanktionen prädestiniert. Ich würde darüber nachdenken und vielleicht auch noch ein Beispiel zu dem, was die Frau Edtstadler gesagt hat. Wenn wir tatsächlich die parlamentarische Praxis ändern und Untersuchungsausschüsse erst nach gerichtlicher Aufklärung machen, dann könnten wir nicht einmal jetzt noch damit beginnen, die BUWOG aufzuklären, 20 Jahre später. Also muss ich vorstellen, was das heißen würde und ob man das wirklich will. Ja, vielleicht möchte es die ÖVP haben, aber ich glaube, kein Parlamentarierinnen kann so etwas befürworten. Wenn man sich anschaut, was im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zutage gefördert worden ist und auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss, dann kann man klar erkennen, dass sich die ÖVP einen tiefen Staat zurechtgebastelt hat. Also wenn man das alles sieht, was sie gemacht haben, wie sie sich festgesetzt haben im Innenministerium, im Justizministerium, im Finanzministerium und über das Landwirtschaftsministerium möchte ich gar nicht sprechen, dann wäre das auch ein Punkt, den man genau bei diesem Rechtsstaatsmechanismus beleuchten müsste. Aber es geht auch noch weiter. Es wird auch in Ungarn kritisiert, dass die Medien nicht frei sind. Was hat der Untersuchungsausschuss zutage gefördert? Inseratenkorruption en masse. Die ÖVP und ihre Regierungsmitglieder haben im großen Stil Medien eingekauft. Also wenn man das, was in Ungarn vorgeworfen wird, auf Österreich umlegt, haben sie da das nächste Problem. Und über das Beinschab-Tool möchte ich gar nicht sprechen. Da hat man nämlich auch noch Fake News produziert und die dann entsprechend an die Medien weitergereicht. Das ist das, was die ÖVP gemacht hat. Und der dritte große Punkt, warum man gesagt hat, also man kann da den ungarischen Nachbarn keine EU-Gelder mehr auszahlen, das ist doch jener Vorwurf der Korruption. Sehr geehrte Damen und Herren von der ÖVP, darf ich Sie daran erinnern, dass es 13 ÖVP-Politiker sind, die sich momentan Korruptionsermittlungen gegenüber sind. 13 Stück von ihnen, 13 Spitzenpolitiker der ÖVP haben gerichtliche Untersuchungen am Hals. Also würde ich auch nicht so flapsig damit umgehen, dass man im Bausch und Bogen den Ungarn Korruption vorwirft, wenn man selber diese Probleme am Hals hat.
Und genau deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, um uns nicht der Gefahr auszusetzen, dass wir selbst sozusagen in die Tretmühle der EU hineinkommen und das vielleicht auch seitens Brüssel dann irgendwann einmal im Putsch in Österreich inszeniert werden soll, genau deswegen sollte es unser erstes Ziel sein, dass wir diese Sanktionen, die gegen Ungarn jetzt erhoben werden, aus meiner Sicht ein reines Politikum, dass wir die harsch zurückweisen, dass wir uns auch, wie es die Ungarn für uns gemacht haben, auch an die Seite unserer ungarischen Freunde stellen. Und genau deswegen bringe ich auch den Nationalrat, der Abgeordneten Hafenecker, Kasseker, Kolleginnen und Kollegen ein. Der Nationalrat wolle beschließen, das zuständige Mitglied der Bundesregierung wird aufgefordert, im Rat der Europäischen Union gegen die willkürlichen Strafmaßnahmen der Europäischen Kommission gegen den EU-Mitgliedstaat Ungarn zu stimmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie ehrlich, wir können diese Maßnahmen gegen Ungarn nicht unterstützen. Es ist ein Willkürakt, der hier gesetzt worden ist. Und wie gesagt, liebe ÖVP, aufpassen, dass es nicht zum Schluss selber erwischt. Christian Hafenecker von den Freiheitlichen spricht in seiner Rede wenig über den Bundesrechnungsabschluss 2021, sondern konzentriert sich in seiner Wortmeldung auf den sogenannten ÖVP-Korruptionsausschuss, der vergangene Woche einige Tage lang getagt hat.